Ja, wunderbar. Ich freue mich, Rosenheim, dass wir hier wieder live Yoga machen dürfen und auch andere Kurse. Hier das Quest, super. Wir sind super aufgestellt, können euch versorgen mit tollen Videos. Heute bei mir die Chrissy, ja, schön, richtiges Powerbündel hier. Und ja, wir machen kraftvolles Yoga heute und schaut's zu, macht's mit. Und los geht's. Aber mal ganz bequem hinsitzen, im Schneidersitz oder auch im Diamantsitz oder auf den Knien. Mal kurz die Augen schließen. Komm ja an in der Yogastunde, richte den Blick nach innen. Bleib bei dir, ganz wichtig. Fokussiere dich selber, spür dich selber und alles andere vergessen wir jetzt einmal. Lass mal alles außen. Dann öffne die Augen, atme ein, nimm die Arme nach oben und ausatmen. Namaste. Handflächen zusammen, Daumen zum Herzen. Nimm beide Arme wieder nach oben. Nimm die rechte Hand tief, neig dich nach rechts, zieh den linken Arm weit rüber. Ruhig ein bisschen dynamisch reingehen, locker, nicht zu tief bleiben. Und auch ganz weich und entspannt. Nur ein bisschen zum Aufwärmen, zum Vorbereiten. Einatmen. Neig dich zur anderen Seite. Ausatmen. Locker reinfedern. Bleib bei dir. Wieder aufrichten, einatmen. Jetzt drehen wir uns nach rechts. Nimm die rechte Hand auf den linken Oberschenkel, die rechte Hand nach hinten. Ein paar Atemzüge, einfach um das Ganze ein bisschen vorzubereiten. Einatmen hoch zur Mitte. Und mit der Ausatmung geht es zur anderen Seite. Rechte Hand, linke Hand und Blick über die linke Schulter. Einatmen hoch zur Mitte und ausatmen, Namaste. Und dann komm hoch zum Stehen, zum Anfang der Matte. Wir fangen mit einem ganz einfachen Sonnengruß an. Tadasana, Schultern zurückgesetzt, leicht noch vor Muskeln. Ganz locker, aber trotzdem schon ein bisschen Spannung rein. Einatmen hoch. Und mit der Ausatmung komm ins Namaste. Einatmen, Handflächen schauen nach vor, Rückbeuge. Auch nicht zu tief am Anfang, kannst dann immer tiefer reingehen. Ausatmen über die Seite, komm tief. Uttanasana, auch hier nicht zu stark in die Dehnung reingehen, ein bisschen noch vorbereiten. Beide Beine abwinkeln, rechts, links, zurück. Komm in Ademmucke, in den nach unten schauenden Hund. Auch noch ganz locker. Ruhig einmal rechtes, linkes Knie hier abwinkeln. Bisschen die Hüfte warm machen. Dann komm nach vor in den Stütz. Die Hände sind genau unter den Schultern, Beine hüftbreit, Fersen nach hinten. Wunderbar. So schaut der perfekte Stütz aus hier bei der Chrissy. Unser Brett verschluckt hätte hier. Wunderbar. Jetzt so schön zum Anschauen. Jetzt bleiben wir mal 45 Minuten so. Nee, okay. Dann setzt die Knie auf den Boden. Brust, Kinn, Herzposition. Becken bleibt oben. Lass die Atmung fließen, die Luft nicht anhalten.
Nimm das Becken tief, die Füße lang, Oberkörper heben, Ellbogen ganz eng am Körper, in die Cobra Bhujangasana. Setz die Zehenspitzen, komm nach oben, schieb dich nach hinten, mal den Armrumpfwinkel ein bisschen öffnen, Stirn tief. Mit der Ausatmung einfach die Knie vom Boden lösen, Beine strecken, Atem hoch, nach unten schauen, nach unten. Die Beine abwinkeln, rechts, links, wieder nach vor, zwischen die Hände, Beine strecken, Uttanasana. Beine abwinkeln, über die Seite einatmen, komm hoch. Und ausatmen, Namaste. Diese Grundübung, dieser Sonnengruß, ist ja einfacher, der bleibt jetzt immer gleich. Und jetzt kommt immer was anderes dazu. Krieger 1, 2, 3, 4. Eine kleine Stützübung, ein bisschen Herausforderung. Schauen wir uns an. Einatmen, Rückbeuge. Ausatmen, komm tief. Uttanasana. Beine abwinkeln, rechtes Bein zurück. Linker Fuß bleibt. Oberkörper heben. Dann hebt die Arme in Virabhadrasana 1 in den ersten Krieger. Und kurz drin bleiben. Und dann setzt die Hände wieder nach vor. Nimm das linke Bein zurück. Komm in nach unten schauenden Hund, Adho Mukha. Nach vor in den Stütz. Jetzt nimm das rechte Knie auf den rechten Ellbogen. Einfach ablegen, ganz gemütlich. Ganz entspannt. Oder entspannt. Ja, Christi sagt entspannt. Dann bring das rechte Bein wieder zurück. Jetzt kommt die Bretthaltung, Chaturanga tief. Die Ellbogen gehen einfach nach hinten. Und wir halten ganz kurz, knapp über den Boden. Muss man immer dazu sagen, knapp über den Boden bedeutet, der Körper berührt nicht den Boden. Das vergessen, ja, vergessen die meisten, gell? Oberkörper ablegen, Füße lang, kleine Kobra. Und es geht wieder nach oben, öffnen, tief strecken, Gesäß nach hinten schieben. Ausatmen, nach unten schauen, nach unten Adho Mukha. Beine abwinkeln, rechts, links, nach vor, Uttanasana, strecken, also die Zange. Beine abwinkeln, über die Seite einatmen, komm hoch und ausatmen, Namaste. Zwischendurch wieder runterkommen, Herz beruhigen, Atmung beruhigen. Wir machen die andere Seite, Krieger 1. Einatmen, Rückbeugen. Ausatmen, komm tief. Beine abwinkeln, linkes Bein zurück, Oberkörper heben. Und wieder, Krieger 1, Arme heben, Rückbeuge. Hände gehen nach vor, rechtes Bein geht zurück. Nach unten schauen, nach unten, Adho Mukha. Nach vor in den Stütz. Das linke Knie geht auf den linken Ellbogen. Locker wieder absetzen. Locker. Die Chrissy freut sich.
Ahn wieder zurück. Bretthaltung, Chaturanga tief, knapp über den Boden. Halten. Ahn wieder tief ablegen. Kleine Kobra hoch. Zehenspitzen, schieb dich nach oben, lang machen, strecken tief, Stirn. Einatmen, ausatmen, Knie vom Boden lösen, nach unten schauen, nach unten Ademokka. Beine abwinkeln, links, rechts, nach vor. Beine strecken, Uttanasana. Beine abwinkeln, einatmen, komm hoch. Oder ausatmen. Namaste. Und schon fühlen wir uns ein bisschen aufgewärmt. Ne? Können wir ein bisschen weitermachen. Tiger 2. Einatmen, Rückbeuge. Ausatmen, über die Seite. Komm tief. Beine abwinkeln, rechtes Bein zurück. Oberkörper heben. Grundsätzlich wie Krieger 1. Jetzt geht der rechte Arm zurück, der linke noch vor. Kopf heben, wichtig hier, nicht verlieren, nach vorne, schön aufrecht bleiben. Und fühlst dich wie ein Krieger. Und wie, jawohl. Lass die Atmung fließen, nicht die Luft anhalten. Zunge vom Gaumen lösen. Rechte Hand geht noch vor. Linkes Bein zurück. Ademokka. Nach vor in den Stütz. Jetzt geht das rechte Knie zwischen die Hände. Möglichst weit nach vor. Und wieder halten. Ganz easy. Mal schnell in die Hände klatschen. Grissi, zeig mal. Und es geht zurück. Chaturanga, Brett tief. Wollt es gleich in den Hund wieder? Der gefällt da, oder? Ja. Er ist entspannt. Nicht für jeden. Oberkörper tief, Füße lang. Jetzt könnt ihr in der Kobra schon ein bisschen höher drücken. Nicht zu fest, aber was der Rücken hergibt. Sollte aber immer schmerzfrei bleiben. Nicht vergessen. Zehenspitzen, schieb dich nach hinten lang machen, einatmen, Stirn tief ausatmen, nach unten schauen, nach unten. Beine abwinkeln, wenn du willst, kannst jetzt beidbeinig nach vorspringen oder rechts, links nach vor. Ausatmen, Uttanasana. Jetzt setz dich tief, bleib tief, heb den Oberkörper, Arme nach vorne heben. Utkatasana. Einatmen auf, ausatmen. Namaste. Nur kurz durchatmen, Herz beruhigen. Mit Atmung. Atmung beruhigen mit dem Herzen. Machen wir die andere Seite. Rückbeuge, einatmen. Ausatmen, komm tief. Beine abwinkeln, linkes Bein zurück. Linken Arm nach hinten, rechter Arm nach vor. Wir sind wieder im zweiten Krieger. Virabhadrasana. 2. Lass die Atmung fließen. Immer lächeln. Ja. Sehr schön. Und beide Hände wieder nach vor, rechtes Bein zurück. Nach unten schauen, nach unten.
nach vorne in den Stütz, linkes Knie zwischen die Hände und wieder ein bisschen halten. Und zurück, Bretthaltung tief. Und ablegen, Cobra hoch. Und schieb dich nach oben, weit nach hinten. Einatmen, ausatmen, Knie vom Boden lösen. Adho-Mukha. Beine abwinkeln, links vor oder beidbeinig nach vor springen. Strecken Uttanasana. Beine abwinkeln, Oberkörper heben, bleib tief, Utkatasana. Machtvolle Haltung, zeigt gerade den Unterschied. Das ist nicht tief, ja, das ist tief. Manche werden sagen, so, ich setze mich auf einen Barhocker, und dann sind wir so ganz oben. Ne? Richtig schön tief, Kraft in die Oberschenkel. Einatmen und ausatmen. Und wieder runterkommen, entspannen. Bist du entspannt? Sehr schön. Wunderbar. Krieger 3, Standhaltung, ein bisschen was fürs Gleichgewicht. Einatmen, Rückbeuge. Und ausatmen, über die Seite, komm tief. Jetzt leicht in die Knie gehen, das rechte Bein nach hinten strecken, dann das Standbein links strecken, Arme nach vor. Und wir stehen im dritten Krieger, Virabhadrasana. Und setz die Hände tief, rechtes Bein, linkes Bein nach hinten, nach unten schauen, nach unten. Nach vorne in den Stütz. Jetzt wird es ein bisschen tricky, jetzt kommt das rechte Knie auf den linken Ellbogen. Dann ein bisschen schwitzen an. Das ist ziemlich warm hier. Ne? Und es geht zurück. Chaturanga, Brett tief. Ablegen, kleine Kobra. Und hoch. Lang machen, strecken. Immer aus der Haltung dann ganz rausgehen, Stirn tief ausatmen, nach unten schauen, nach unten. Beine abwinkeln, geh oder spring nach vor. Ausatmen, Uttanasana. Beine abwinkeln, bleib tief, Handflächen zusammen. Jetzt dreh dich nach rechts, nimm Ellbogenknie und komm in den Twist, schau nach rechts oben. Langsam aufrichten zur Mitte, einatmen und ausatmen. Eine kurze Pause machen. Machen wir die andere Seite. Rückbeuge, einatmen und ausatmen, tief. Uttanasana. Immer tiefer in die Haltungen reingehen. Beine abwinkeln, linkes Bein heben. Standbein strecken und die Arme nach vor in den Krieger 3. Bein zurück, abwinkeln, links, rechts zurück, nach unten schauen, nach unten.
nach vorne in den Stütz. Jetzt geht das linke Knie auf den rechten Ellbogen. Naja, wenn wir die eine Seite machen, müssen wir die andere auch machen. Ne? Nützt nichts. Und der Fuß geht zurück. Bretthaltung, Chaturanga tief. Oberkörper kurz ablegen, jetzt Hände unter die Stirn. Kurz rauskommen, entspannen. Und es geht wieder los. Hände unter die Schultern, Ellbogen eng, kleine Kobra. Hoch! Wir nähern uns immer dem nach oben schauenden Hund immer mehr an. Der kommt jetzt dann auch bald dran. Zehenspitzen. Geh nach hinten tief, Stirn einatmen, ausatmen, Knie vom Boden lösen. Beine abwinkeln, geh. Oder spring nach vor. Strecken Uttanasana. Beine abwinkeln, setz dich tief, Handfläche zusammen. Komm in den Twist, Ellbogen, Knie nach links. Schau nach links oben. Und dann komm wieder langsam zur Mitte hoch. Kurz ausrasten, bleiben. Jetzt wird es noch ein bisschen schwer. Jetzt gehen wir in den vierten Krieger. Dazu die Indian Push-Ups. Meine Lieblingsübung. Einatmen, Rückbeuge. Ausatmen über die Seite. Komm tief. Beine abwinkeln, rechtes Bein zurück. Wieder aufrichten, wie im Krieger 1. Jetzt geht der rechte Arm nach hinten. Entweder auf die Oberschenkelrückseite oder über den Rücken legen. Dann geht der linke Arm nach oben, Handfläche schaut zu dir, nach hinten Rückbeuge. Der friedvolle Krieger, Virabhadrasana 4. Es geht wieder nach vor, Hände setzen, linkes Bein zurück. Nach unten schauen, der Hund. Fersen fest auf den Boden schieben. Jetzt Blick zwischen die Hände, Kopf so gerade. Die Ellbogen nach hinten abwinkeln langsam. Dann komm mit der Nasenspitze zwischen die Hände, tief, tief, tief. Weit nach vor, Füße drehen, Fußoberseite. Und hoch in Urdhva Mukha. Der nach oben schauende Hund. Das Schöne ist auch jetzt, das war hier der einfache Weg. Der Weg zurück ist nämlich meistens wesentlich schwieriger. Wenn wir jetzt gleich bemerken. Zehenspitzen. Bleib vorne. Tief, tief, tief. Knapp über den Boden. Schieb dich nach hinten. Und dann nach oben. Nach unten schauenden Hund. Nach vorne den Stütz, Knie, Brust, Kinn, wie am Anfang, Herzposition, Herzschlag spüren, mit Chaturanga, könnte man als Auswahl nehmen, Becken tief, Füße lang, Cobra, schieb die Ellbogen unter die Schultern in die Sphinx, jetzt ist der Rücken wunderbar warm, beweglich, spürst es, ja. Und streck mal die Arme nach vor. Bleib aber aufrecht. Sie ruhig ein bisschen nach oben schieben noch. Und immer auf den unteren Rücken achten. Ja? Auch das Gesäß ein bisschen gespannt halten. Nicht locker hier im Rücken bleiben.
Versuch jetzt möglichst hoch zu bleiben. Nimm die Hände nach hinten. Schieb dich nach oben. Zehenspitzen, Stirn tief einatmen, ausatmen, nach unten schauen, nach unten. Beine abwinkeln, geh oder spring nach vor. Beine strecken, Uttanasana. Jetzt mal kurz in der Haltung bleiben. Kann man richtig schön tief reingehen. Jetzt sind wir super aufgewärmt. Genieß die Haltung hier, die Dehnung in den Beinrückseiten. Beine abwinkeln, über die Seite einatmen, komm hoch. Und ausatmen, Namaste. Die andere Seite haben wir natürlich auch noch. Krieger 4, einatmen, Rückbeuge. Ausatmen, komm tief über die Seite. Beine abwinkeln. Linkes Bein zurück, Oberkörper heben, Grundstellung, Krieger 1. Dann geht der linke Arm zurück auf die Oberschenkelrückseite, rechter Arm, Handfläche schaut nach oben und komm in die Rückbeuge, in den vierten Krieger, in den friedvollen Krieger. Die Atmung fließen, nie die Luft anhalten, immer schön durch die Nase weiteratmen. Und beide Hände wieder nach vor, rechtes Bein zurück, nach unten schauen, nach unten. Indian Push-Ups, Blick nach vor, zwischen die Hände, Ellbogen nach hinten, tief, Nasenspitze weit, weit nach vor, Füße Fußoberseite auf dem Boden hoch, Urdhva. Urdhva nach oben. Und Zehenspitzen wieder drehen, Zehenspitzen auf dem Boden, dann komm tief, 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 schieb dich nach hinten, alle nach unten schauen und nach oben drücken. Wunderbar, sehr schön. Dann setz die Knie auf den Boden, komm in den Vierfüßerstand. Hände unter die Schultern, Knie unter den Hüften, nimm die Füße lang. Jetzt machen wir einen ganz runden Rücken. Einatmen, die Hände bleiben, wo sie sind, nur nach hinten gehen. Ausatmen, bleib rund. Und einatmen hoch, bleib rund im Rücken und ausatmen. Ein paar Mal in die Haltung. Sehr schön. Dann kreuz die Beine, komm über die gekreuzten Beine nach hinten, setz dich ab. Nimm die Beine hüftbreit, hier 90 Grad, Kutschersitz. Hände unter die Schultern. Wer Handgelenkprobleme hat, kurz anlockern. Schaut die Stellung, normalerweise zeigen die Mittelfinger hier geradeaus nach vor. Aber wenn es leichter tut, nach außen, selber eine gute Möglichkeit finden oder halt auf die Fäuste gehen, dann geht es auch leichter, weil dann sind die Handgelenke gerade. Wenn wir schauen, die Mittelfinger nach vor, das Becken hebt sich. Wir kommen in die Tischposition. Kopf bleibt erstmals aufgerichtet, noch nicht nach hinten legen, mal alles anschauen. Gut. Und verlass dich mal jetzt auf drei Stuhlbeine oder Tischbeine und strecke mir ein Bein noch vor. Wichtig ist hier, die Oberschenkel bleiben in einer Linie parallel. Sehr schön. Ja. Bevor wir jetzt das andere Bein noch vorstrecken, das andere wieder ablegen, sonst funktioniert es schlecht. Und los geht's. Gut. Sehr schön. Ja, es geht nichts über entspanntes Yoga, hat die Chrissy gerade gesagt. Sie genießt es total. Sie wird auch schon ein bisschen müde.
Und wieder ablegen. Das Bein nach oben bringen. Fußsohle gegen die Decke schieben. Wunderbar. Und auch hier gilt wieder, bevor wir das andere Bein nach oben strecken, abstellen und linkes Bein hoch. Und halten. Abstellen, Becken nochmal hoch, Kopf nach hinten, es sei denn, ihr habt Nackenprobleme. Kommt nochmal in die vollendete Haltung, des Tisches. Mal ganz entspannt reingehen. Den Kopf heben, Becken tief, noch nicht absetzen. Jetzt rutscht zurück, sodass das Gesäß genau unter den Schultern sitzt. Nicht den Boden berührt. Mach die Beine lang, streck die Beine. Bleib nach oben ein bisschen. Ah ja, ich sehe, einige von euch machen hier schon nicht mehr mit. Ah, die trinken schon Glühwein. Absetzen, Füße zusammen, einatmen. Komm in Paschmottasana, nach vor in die Dehnung, tiefer ausatmen. Mal kurz die Dehnung genießen. Aufrichten, einatmen und ausatmen. Kann sich gern zu uns jetzt drehen. Die Beine grätschen. Uns locker mal drin bleiben. Stell die rechte Hand nach außen, wie am Anfang. Mal kurz die Dehnung reingehen und wechseln. Ganz dynamisch links, rechts. Eins, zwei. Gut. Einmal nach links und jetzt nach vor. Nicht tief gehen, sondern eher mehr nach vorziehen und den Rücken gerade halten. Als Vorbereitung. Setz die rechte Hand vor das rechte Sprunggelenk. Wenn du kannst, den Ellbogen vor das Bein setzen. Nimm den linken Arm nach oben und greif von oben die große Zehe. Schau nach links. Dann wechseln wir zur anderen Seite. Sprunggelenk oder Ellbogen von oben. Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen greift die große Zehe. Auch immer versuchen, die eigene Zehe zu erwischen. Nicht die jetzt vom Partner oder vom Nachbarn. Wieder aufrichten. Und jetzt komm nach vor, tief in deine Dehnung, je nachdem. Aber es darf schon ein bisschen ziehen, also hier nicht zu schonend arbeiten. Schmerzen wären schlecht. Und so ein positiver Dehnreiz darf immer mit dabei sein. Langsam wieder aufrichten.
rechtes Bein anwinkeln. Jetzt greif die große Zehe mit Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen oder die Fußinnenkante, wenn es dir angenehmer ist. Und streck das rechte Bein nach rechts außen. Gerne die Hand oder den Arm als Gegengewicht, wenn du es brauchst. Du brauchst es nicht, aber die Chrissy zeigt es jetzt einfach für alle Leute, für die Menschen. Jetzt lass mal los. Genau, jetzt halten wir mal kurz das Bein draußen. Gut. Das Bein will tiefer, das ist die Erdanziehungskraft, Chrissy. Ja. Und ablegen. Kurz lockern. Spürt man wunderbar den Quadrizeps. Gut, schauen wir das andere Bein an. Ob das genauso leicht oder schwieriger. Ja, hat immer so ein bisschen einen Unterschied. Mal nach außen strecken. Wenn du willst, auch hier wieder den Arm als Gegengewicht. Wenn du willst, kannst du das Bein wieder loslassen und außen stehen lassen. Das ist auch meine schwächere Seite. Und wieder ablegen. Kurz auslockern. Sehr schön. Gut. Bring die Füße zusammen. Aber hier einen offenen Winkel, also 90 Grad, aufrichten, Sitzbeinhöcker spüren, das sind die beiden Knochen hier im Gesäß. Ja. Wenn du sie nicht spürst, sie sind trotzdem da. Ja, es gibt Menschen, die spüren es jetzt nicht so. Ja. Gerade zur Weihnachtszeit passiert sowas schon mal. Dann umgreif die Fußaußenkanten, zieh dich noch vor in eine Variation der Schildkröte, eine einfache Variation, die taugt uns jetzt hier genau zum Entspannen nach diesem Flow. Und greif mit den Händen jetzt unter den Beinen durch auf die Fußoberseite. Und komm noch tiefer rein. Schöner runder Rücken jetzt. Hier ist es erlaubt. Kopf heben, jetzt ranrutschen mit den Füßen, die Füße vom Boden heben und jetzt kommen wir in den geschlossenen Lotus. Wichtig ist hier, gefährlich nach hinten mit Umfallen, also nicht vom Heizkörper dann an der Wand, ein bisschen weggehen. Es passiert dann öfter mal, dass man nach hinten umkippt. Wir sehen es jetzt zwar leider nicht, ja. Ihr könnt uns sehen, wir sehen euch nicht, aber falls euch das passiert, bitte aufnehmen und dann in YouTube hochladen für die anderen. Gemein. Ja. Und jetzt lassen wir die Blume aufblühen, öffnen, Hände lösen, die Zehen greifen, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen und jetzt die Beine nach außen öffnen. Jetzt ist das Gleichgewicht wieder ein bisschen gefragt. Sehr schön. Möglichst einen geraden Rücken. Manche sagen jetzt, ich kann die Beine nicht durchstrecken, meine Arme sind zu kurz. Es hat nichts mit der Länge der Arme zu tun. Kleiner Tipp von mir. Füße wieder zusammen, mach sie kurz lang, nimm das rechte Bein über das linke Bein nach rechts hinten. Dann nimm den linken Ellbogen zur rechten Knie, entweder lang oder angewinkelt halten.
rechten Arm nach oben. Mit diesem Ellbogen drehst du dich jetzt nach rechts hinten, stellst die rechte Hand ab in die Drehsitzhaltung, schaust über die rechte Schulter. Diese Haltung, diese wunderbare Haltung zum Entgiften, eine Detox-Haltung, sagt auch mal, kann die Organe damit wieder richten. Zum Beispiel, wenn dir das Herz in die Hose gerutscht ist, jetzt fluppt es wieder nach oben. Das ist natürlich nicht wahr. Blick nach vor. Und wieder langsam lösen. Solche Haltungen immer behutsam. Genauso wie du reingehst, wieder rausgehen, lösen. Kurz nachspüren, immer wichtig. In den Körper hineinfühlen, spüren. Körpergefühl entwickeln, Beine lang machen. Linkes Bein über das rechte Bein. Rechtes Bein nach links hinten. Rechten Ellbogen wieder ins Knie, entweder lang oder angewinkelt. Linker Arm nach oben und dreh dich nach hinten. Linke Hand abstellen, schau über die linke Schulter. Lass die Atmung wieder fließen, nicht die Luft anhalten. Entspann im Geist, entspann im Körper. Auch umgekehrt. Ist der Körper entspannt, ist der Geist entspannt. Und richte den Blick wieder nach vor. Den rechten Arm lösen. Beide Beine wieder behutsam lösen. Komm noch hier in den Kutschersitz, ganz locker aufrecht. Greif unter die Kniekehlen. Dann atme tief ein. Mit der Ausatmung ganz rund werden. Über die Sitzbeinhöcker rollen. Die Lendenwirbelsäule, Rücken, Brustwirbelsäule, Nacken ganz einwickeln und dann das Kinn zum Kehlkopf ranpressen und wieder einatmen, aufrichten und ausatmen. Einatmen, aufrichten, bleib aufgerichtet, die Beine kreuzen. Jetzt sollte es ganz weich und leicht gehen, man merkt den Unterschied zum Anfang, oder? Ja, es ist richtig weich jetzt. Finger dann an, verklinkern, die Hände auf dem Hinterkopf, die Ellbogen öffnen, dann dreh den Kopf nach rechts, neig dich nach links und schau nach rechts oben. Die Atmung fließen, bleib entspannt, aufrichten, Kopf zur Mitte einatmen, Ellbogen nach hinten, dreh den Kopf nach links, neig dich nach rechts, schau nach links oben. Und wieder aufrichten, dreh den Kopf zur Mitte, die Hände locker ablegen. Nun, 45 Minuten sind vorbei. Wunderbar, dass ihr mitgemacht habt. Hat uns total gefreut. Danke, Chrissy, fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Es war wunderbar. Und keep moving on, Rosenheim, würde ich sagen. Namaste.